Musst du dir merken, Sven. Das Spiel hat nicht direkt Jumpscares, weil das Monster kommt angerannt. Also es gibt keine random Jumpscares in dem Spiel. Maisfeld! Maisfeld! Schau ihn her, Sven, wo bist du? Look at my life, feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. Ja. Gibt's eigentlich noch andere Muster oder bloß Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen wieder aus dem Off. Ist eine Weile her, dass ich das mal wieder gemacht habe, aber ist wieder Zeit. Diesmal aus dem letzten Halloween-Stream, den wir gemacht haben. Wir haben In Silence gespielt, Sven und ich. War sehr witzig, am Anfang sehr wenig verstanden, dafür sehr viel Angst gehabt. Und das wird man auch schnell merken, also zwischendurch müssen wir vielleicht ein bisschen dagegen pegeln. Es wird zwischendurch, laut, kleine Vorwarnung. Nichtsdestotrotz hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben so insgesamt 1,5 Stunden gespielt. Also mehrere Folgen haben wir auch am Start. Falls ihr also Bock habt, können noch 1 oder 2, vielleicht sogar 3 Folgen noch nachkommen. Lasst uns das auf jeden Fall gerne wissen in den Kommentaren. Würde uns auch über ein Like und ein Abo freuen. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Gruseln bei In Silence. Ey, wie lustig, wenn wir dann über Wolfsfeld reden und dann die anderen alle abfangen. Ich bin Überlebender! Ich auch! Escape und Todesangst? Schnelle Füße und Vogelscheuche, das sind Fähigkeiten. Ah, okay. Warte mal kurz auf mich, ich muss im Kurs mal wieder Vollbild machen. Ja. Sie bewerben dafür, ja. Sehe ich mich doch. Alles klar, Svenny! Okay, ich habe Escaper und Todesangst. Alles klar, wir spielen jetzt In Silence. Ja, ich habe Vogelscheuche, ich kann wohl so ein Trugbild machen. Ja. Hast du dann auch gehört? Was? Hast du auch das Lachen gehört? Ja. Okay. Alter, man sieht ja gar nichts, hast du diese Plöre da. Ja gut, dass da kein Filter drüber ist bei mir. Da, 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 da. So, da soll ich schon Sven. Wie macht das? Du sagst das so einfach. Ist das bei dir auch so komplett grün? Ja. Warte, ich will mal was ausprobieren. Jannik, kannst du mich jetzt doppelt hören? Weiß nicht, hörst du mich doppelt? Nö. Okay. Warte, ich miete mich und red dann. Schwenny! Hast du mich gehört? Ich hab dich nicht gehört. Nö. Okay. So, worauf wollen wir denn gehen? Wollen wir auf Angriff gehen oder auf Abhauen? Ich weiß es nicht, ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Also du weißt auf jeden Fall nicht... Oh, boah, es wäre nicht ein Keller, das ist immer gut. Okay, aber in den Keller. Ich weiß, auf jeden Fall nächste Runde muss ich... Ist es eigentlich dieser Rake, der so schmierig lacht, oder... Ich glaube schon. Komm, ich will den Teddy haben. Oh, Benzin! Alter. Was ist das denn? Du hast auf den Teddy getreten. Bist du tot? Nein! Alter! Hast du Flashbang geworfen, oder? Ja! B, ne? Ja! Wo bist du? Hinterm Haus und Feile! Der Teddy war zu laut. Ich wollte doch nur aufheben. Ich hab Discord sogar bei mir geschlossen, irgendwie. Discord geschlossen. Wäre geil, wenn du dich mal disconnected, weißt du, so Twitch, also DS-mäßig. Alter, ich hab mich echt. Okay, ich bin wieder beim Haus. Okay, ich bin irgendwie. Ich seh dich. Ich höre Schritte. Ah, da bist du, da bist du. Ja. Muss im Kurs mal. Ich muss das Grün mal weg gucken, ob ich das wegkriege hier. Alter, Jannik, ich höre. Ein Tickchen heller für die Leute. Was ist denn das so grün? What the fuck? Was ist denn das grün, ne? Weißt du das? Ich hab mich erschrocken! Ja, das hab ich gemerkt. Weißt du, ich drehe mich so um, ne? Auf einmal steht er so hinter mir und brüllt mich an. Ich hab mich in die Ecke gestellt, ich hab gesehen, wie er rankommt. Alter!
Odin, Junge. Halt, halt. Okay, wo sind jetzt unsere Aufgaben, die wir machen müssen? Wir müssen ein Auto finden oder ja? Die Waffenkammer. Ich habe schon mal Benzin. Wir müssen jetzt noch Reifen finden, wahrscheinlich. Ach du Scheiße, er hat einen Reifen verloren. Wenn man stimmt, wird man übrigens von einer Ratte. Das weiß ich auch. Okay. Dann kannst du den noch ablenken. Okay, wollen wir zu Camp oder. Ja? Sven? Ja? Komm. Wo bist du? Hi. Du siehst ihn auch, oder? Nein. Jetzt ich bin gar nicht bei dir. Doch, du stehst mitten auf dem Gang. Oh oh. Ich glaube, in der Zeit, wo es dann hat. Hast du noch ein Leben oder bist du tot? Warte! Okay, dann leck. Ich, wenn die Zeit abgelaufen ist. Komm, was? Da sind wir auch tot. Alter, der ist an mir vorbeigerannt. Ich bin so gegen ihn gelaufen. Ach ja, der hat gar nicht angegriffen, oder was? Oh Gott, das ist bei mir! Sven ist tot. Das ist real. Da bitte Chat. Oder hat er noch irgendwie einen Hund oder so bei sich? Nee, er ist alleine. Alter. Oh, meine Puppe, ich ertrag das nicht mehr. Vor allem, da waren doch Spieler. Also ich bin auf jeden Fall schneller. Und ich kann und ich habe eine Vogelscheuche zum Ablenken. Ich bin erstmal zufrieden. Meine Startperks sind cool. Finde ich aber cool, dass man so random Perks hat, wo man sich da nicht drauf vorbereiten kann oder so. Also ich bin in einem Haus. Und wo bist du? In der Scheune. Okay. Such mal einen Reifen. Ich hab dich auch nicht mehr gesehen, ne? Weil ich hab mir nämlich das Schild angeguckt, weil ich gucken wollte, wo man überall hin kann. Hm. Auf einmal warst du weg. Ja. Und dann donnert das auf einmal und dann... Ja. Aha. Scheiße, das ist bei mir. Das ist bei mir! Das ist bei mir! Das ist direkt unter mir! Ich kann ihn sehen! Man kann sich nicht in einem Schrank verstecken, wollte ich nur einmal mitteilen. Ach, ich hab gar keinen Bock mehr. Aber die KI ist ein bisschen dumm. Ja, Gott sei Dank. Der war nämlich unter mir und läuft gegen die Wand. Na gut. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt so für uns, damit wir überhaupt hier erstmal zurechtkommen. Aha. Aber jetzt sehe ich halt gar nichts. Hier ist so Greenscreen. Oh, ich habe Reifen gefunden! Ja, wo ist denn? Danach können wir das Auto suchen. Weißt du, oben auf der Scheune, da ist der Reifen. Mhm. Nee, 10 Sekunden, 5 Sekunden? Ein bisschen Delay, ganz leicht. Hallo Fight übrigens. Sven freut sich. Hallo Fight! Sven hat Bock. Wir spielen gerade ein wunderschönes Horror-Game. Und ich weiß, was. Oh, das Boss ist wieder unter mir. Okay. Wo bist denn du, Sven? Scheune, immer noch. Was machst du denn? Beweg dich mal! Such eine Aufregung. Ich komm da nicht weg, weil das heißt, Boss da die Scheune umläuft. Ach, Sven. Hey, was ist denn los bei dir? Da kam eine Hand aus dem Boden. Lull. Oh. Falt, können wir tauschen? Ich schau dir dazu. Also wir müssen, hier ist ein Monster auf der Map und wir müssen entweder entkommen oder fertig machen, indem wir eine Waffe finden.
Und dafür, um die Waffe zu bekommen, muss man Rätsel lösen. Ich hab die Waffenkammer! Geil! Ja, Sven, wir brauchen einen vierstelligen Code. So, geht mal durch. 4 mal die 0. Man. Oh Gott, Alter. Das war's auch, wenn man so oft den falschen Code eingibt, dann hat man. Ist GG. Okay, dann 1, 3, 4, 5. Okay, er. Okay, hier ist. Auf der Map gibt's Vogelscheuchen. Haben wir irgendwie eine Karte, irgendwie, wo man irgendwie gucken kann, oder? Nee. Das musst du dir merken, Sven. Das Spiel hat nicht direkt Jumpscares, weil das Monster kommt angerannt. Also es gibt keine random Jumpscares in dem Spiel. Maisfeld! Maisfeld! Schau ihn, Sven, wo bist du? Ich bin jetzt im Haus. Okay, wo ist das Haus von der Scheune? Ich bin beim Traktor. Also das könnte sich an, ne? Also das war so vor, was gehört. Ja, es gibt eine Bärenfalle! Ja, viel Spaß damit. Und ich habe Autoschlüssel gefunden! Auf Sven, nur 5 Minuten. Soll ich dein Auto, Junge? Okay. Wie kann man die denn platzieren? Was? Hast du ein Auto gefunden? Sven? Nee, ich hab meine Taschen voll, weißt du? Ja, du kannst nur zwei Sachen mitnehmen. Den musst du zwischendurch zum Auto bringen und dann abladen. Oder reparieren. Ja, ich will jetzt. Ja, aber ich will die Bärenfalle los. Alter! Hör auf mich mal so anzuschreien, Spiel! und zwar. Willst du doch? Nee, ich will die Bärenfalle nicht platzieren, damit ich die scheiß Autoschlüssel bekriegen kann. Alter Finne! Vogelscheuchen regen mich mega auf. Also im Haus ist auf jeden Fall der Autoschlüssel. Sven, ich helfe dir. Was ist das? Die Lobby ist auf jeden Fall offen, da kann man nachher so reinjoinen. Der zeigt dann nachher immer den Raum und so. Wir versuchen gerade das Spiel ein bisschen kennenzulernen. Das war übrigens der Ray gerade eben. Ich bin jetzt wieder beim Haus, Sven. Welches Haus? Weiß ich nicht. Das erste, wo wir am Anfang waren. Hier ist so eine Terrasse. Ja, ich habe ja auch eine Terrasse, aber. Okay, anderes Haus wahrscheinlich. Cookie ist gestorben. Hey, danke schön. Ich dachte, du bist das. Ich bin in dein Haus, das ist klar, da kommt Yannick da an. Oh, Moment, doch nicht. Also ich finde dieses scheiß Auto nicht. Ja, das ist laut. Ich sehe das Auto schon, ja, für dich. Ja, Sven ist laut, natürlich. Sven ist laut, Alter, ich bin erschrocken. Das Spiel hat auch genau genommen keine Jumpscares. Direkt, weil es kündigt sich ja mehr oder weniger an, weißt du? Ich bin eh schon bei dir. Die Runde ist EGG. Aber jetzt hast du das Ratte. Los, Sven, du bist jetzt eine Ratte. Such mich und hilf mir. Bin schon dabei. Ich bin im Wald. Ja. Vielleicht kannst du aber gerne mitspielen. 7,19 Euro geht klar, finde ich. Ich habe Benzin gefunden. Ja, ich habe Benzin habe ich auch schon. Brauche alles andere. Okay. Okay, mein Leich hat Autoreifen und hier Schlüssel. Toll. Hier stelle ich denn Sachen auf. Oh, Taschenlampe ist F. Ach, es gibt eine Taschenlampe. Ja, F. Also, ja, ich habe auch nur einen Reifen gefunden. Ich habe zwei Reifen gefunden. Nochmal Benzin. Nice. Also im Zelt, ne? Was ist Zelt? Ich bin jetzt beim ersten Haus, wo wir waren. Aber Zusammenfall. Von daher kann man sich gar nicht erschrecken, ne? Das werden wir nicht tun, ja, nur so. Wir sind einfach richtig... Krasse Schauspieler. Was für ein Clip? Ich hab ein Auto gefunden! Lol.
Drei Räder, einmal Treibstoff, eine Batterie und einmal Schlüssel. Ah, oh, da ist eine Ratte. Hallo, Svenny! Hallo. Svenny! Okay. Toll. Ist aber auch sonst 5 gegen 1. Man kann auch sagen, der NPC, das Monster ist ein Spieler oder ein NPC, das kann man auch einstellen, ist Early Access. Also da eigentlich ziemlich gut. Janik? Was brauchst du jetzt noch? Was brauchst du jetzt alles noch? Ja, du, 40 Sekunden, das ist egal. Ja, ich kann wenigstens das Haus zeigen. Nee. Alles gut, Sven, alles gut. Wir haben es ja auch ein bisschen Loop genannt. Und das ist auch für alle. Kann das nachdenken. Loop. Alter, hab ich mich erschrocken, ey. Ach, echt? Ja, gut, das ist ja. GG. Also wenn er... Okay, lass mich das... Oh, hier ist ein Hund! Ich hab einen Hund gefunden! Ja, den Hund! Okay, da ist er. Monster hat gewonnen. Okay. Verlassen. Okay. Oh. Stornieren oder verlassen? Ja, ich hab verlassen gemacht. Feel my pain. When it comes to me, you are not the same. This is so far from a game. What you saying? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining. Look at my life. Feel my pain. When it comes to me, you are not the same. This is so far.